Okay, ich bin wirklich drin, Schlüssel nutzen. Das ist voll aufregend. In diesem Video reagiere ich auf die ausführliche Roomtour von Unges Immobilie auf Madeira. Lass uns also direkt loslegen und bleib an diesem Video dran. Der Immo-Coach. Hallo Knubbel. Ach, der ist aber süß. Ja, da guckst du, ne? Hallo. Der ist aber echt süß. Auch an alle Zuschauer und Streamer, hallo. YouTuber, die sich dieses Video angucken und drauf reacten. Kuss an alle, die es angucken. Das hier ist eine kleine One-Take-Room-Tour, denn wir sind gerade mit dem Umzug, haben keine Zeit, ein Video zu schneiden und... One-Take, ohne Schnitt. Cool. Und aus diesem Grund gibt es eine kleine One-Take-Room-Tour. Kommst du mit, Knubbel? Komm hier. Ja. So, wir fangen nämlich an bei unserer Tiefgarage. Das hier ist unsere Einfahrt, die ihr gerade schon zum Teil gesehen habt. Und das ist unsere Tiefgarage. Krass. Heftig. Das ist ein Auto von einem Handwerker, der gerade noch da ist. Das ist ein Auto, was ihr vielleicht kennt. Keine Ahnung, wem... Tesla. Das gehört... Ja, ist ein Tesla. Dann haben wir hier verschiedene Kellerräume und so. Die zeige ich euch jetzt nicht, ist nicht so spannend. Und wir gehen direkt rüber ins Haus. Wir können jetzt entweder den Aufzug nehmen oder das Treppenhaus. Wir nehmen das Treppenhaus. Und hier sind direkt zwei Wohnungen. Wir haben in diesem Mehrfamilienhaus, wo wir uns gerade befinden, alle Wohnungen gekauft. Das hier... Alle Wohnungen gekauft. ...ist die Wohnung von meiner Schwester. Ich muss ab und zu aufpassen, was ich so filme. Geh mal mit der Kamera hoch. Weil natürlich noch alles sehr... Ich mache mir auch nochmal Notizen mit. Zwei Wohnungen schon mal. Im ersten noch nicht viele drin ist. Ich will natürlich auch meiner Schwester irgendwelche privaten Sachen nicht zeigen. Das ist die Aussicht. Die hat hier eine Gartenwohnung, weil sie hat die Katzen. Also hier eine... Auf jeden Fall schon mal einen guten Parkettboden, ne? Der höchstwahrscheinlich geklebt ist. Das sind, glaube ich, die Katzenfutter. Ja, also meine Schwester hat die beiden Katzen. Hier in der Wohnung. Da hinten ist ihr, also das ist die Küche, da hinten ist sieht aus wie eine Fußbodenheizung. Da habe ich eben schon die Heizungssteuerung auf jeden Fall eben schon mal gesehen. Ihr Badezimmer und das ist das Schlafzimmer. Das zeige ich euch aber nicht ausführlich, das ist nicht so wichtig für euch, weil das ist die Wohnung von meiner Schwester. Das hier nebenan, die andere Erdgeschosswohnung, wird die Wohnung von meiner Mama. Und zwar haben wir hier, wenn man reinkommt, kann ich noch mal kurz zurückgehen, hat man direkt so einen schönen, ja, diese kleine Holzoptik. Die haben wir hier angebracht, denn hier war so eine richtig unnötige Säule mitten im Raum. So richtig unnötig. Ja, das sieht echt doof aus. Habt ihr sehr gut gemacht. Auch mit der gleichen Farbwahl hier von dem Parkettboden. Ja. Deswegen haben wir das so ein bisschen mit so einer kleinen Holzpaneele verkleidet. Cool. Und höchstwahrscheinlich dann eben auch hier mit dem Küchentheken-Bereich auch. Das ist übrigens der Simon, der da rumwuselt. Hallo Simon. Hallo Simon. Hallo Simon. Hallo Simon. Und, jo, hier ist das Wohnzimmer von meiner Mama. Zeig nicht den Boden. Hier ist die Küche von meiner Mama. Also die hat auch so eine offene Küche mit einer schönen Theke. Hier mit dieser Holzdekoration, hier hat die noch Regale. Hier sind zwei Hundekörbchen, denn meine Schwester nimmt ja die Katzen drüben für den Garten. Und meine Mama nimmt die Hunde hier für diesen Garten. Und wenn wir jetzt hier rausgehen bei meiner Mama, dann kommen wir in den Garten hier, wo gerade schon mal noch gearbeitet wird. Hier liegt ein bisschen Paprika rum, wahrscheinlich von den Hunden. Und das ist der Garten. Die beiden Gärten sind so neben dem Haus. Ah, okay, sehr schattig. Aber im Hochsommer, wenn es dann wirklich heiß ist, dann sucht man auch mal öfter solche Plätzchen, ne? So kleine, längliche Side-Gardens quasi. Und wir haben hier so ein kleines Hochbeet, wo wir unsere eigenen Sachen... Okay, das ist eben auch cool hier. Man muss nicht immer mit der Gießkanne da rumlaufen. Macht einfach den Wasserhahn auf und das... ja, die Pflänzchen werden dann eben auch begossen durch diese Schlauchsysteme. Anbauen, verschiedene Kräuter, Gewürze, Gemüse, Möhren hängen da auch. Dann sehe ich da Sichtbeton, aber höchstwahrscheinlich ist es die Grenzmauer zum Nachbargebäude. Das hier wird eine Maracuja-Pflanze und die da auch. Und außerdem haben wir noch so Hängepflanzen, das sind so Kletterpflanzen, die werden diese ganze Betonwand zuwachsen irgendwann. Und dann hat man hier so eine richtig schöne... Oh, Knubbel macht gerade Pipi. Dann hat man hier eine richtig schöne... Ja, so dann geh mal Gassi. Richtig schön cozy Garten, wo man auch schön hier auf entspanntes Meer schön sieht. Obwohl man im Erdgeschoss ist, ne? Alle anderen Wohnungen sind weiter oben. Hier ist das Zimmer von meinem Bruder. Dann ist es höchstwahrscheinlich irgendwie so Hanglage oder sonst dergleichen. Bruder. Und hier ist das Schlafzimmer von meiner Mama. Da gehen wir jetzt einmal durch. Da ist Knubbel gerade ins Bett gelegt. Sie hat gerade noch eine Matratze. Ihr Bett kommt morgen. Das sieht nach frischem Einzug aus. Und... Zu ihrem Schlafzimmer gehört noch ein begehbarer Kleiderschrank. Da kriegst du voll den Drehwurm gerade. Und noch ein Badezimmer.
Außerdem habe ich noch ein Badezimmer, was dann mein kleiner Bruder nutzt. Und das Zimmer von meinem kleinen Bruder ist auch noch sehr leer. Bett ist noch nicht bezogen. Okay. Also ist es eine Drei-Zimmer-Wohnung von der Mutter? Schrank, Bett und... Dann ist es höchstwahrscheinlich vielleicht auch eine Drei-Zimmer-Wohnung von der Schwester. Sein Setup. Manche kennen vielleicht diesen PC noch von früher. Das war mein alter PC. Den nutzt mein Bruder. Also groß ist es ja nicht unbedingt. Ich schätze mal pro Wohnung um die 70, 75 Quadratmeter irgendetwas. Und das war eigentlich auch schon... Das war eigentlich auch schon die Wohnung unten. Ich muss sagen, die Küche, ich liebe sie. Die Küche von meiner Mama, die ist wirklich einfach nur hammergeil. Ja, die macht ja auch was her. Ist noch nichts drin im Kühlschrank. Aber ja, wird sehr, sehr wild hier. Nee, sieht auf jeden Fall modern aus. So, das sind die beiden Wohnungen im Erdgeschoss. Wir gehen weiter eine Etage höher ins erste Stockwerk. Im ersten Stockwerk befinden sich die Gästewohnung. Auf der ersten Etage ist auch die Wohnung von meiner kleinen Schwester. Okay, dann sind wir schon mal hier. Die anderen beiden Hunde sind hier gerade. Das ist der dicke Straßenhund, den wir aufgenommen haben. Und das ist Emmy. Und dann schätze ich mal wieder vom Grundrisszuschnitt fast identisch. Und 75 Quadratmeter, dann Erdgeschoss 150 Quadratmeter, erstes Obergeschoss 150 Quadratmeter. Ja, da sind wir schon bei 300 Quadratmeter Wohnfläche. Das hier ist die Wohnung von meiner kleinen Schwester. Auch wieder schöner Parkettboden. Ja, die hat hier alle möglichen Krimskrams schon aufgebaut. Na, das mit den Fußleisten finde ich auch ganz gut, dass sie in weiß sind. Sie gerade in der Küche. Sie hat den Fuß gesehen. Hier ist ihre Küche. Blaue Arbeitsfläche, gut, Geschmackssache, aber die Küche sieht modern und cool aus. Und hier, oh ja. Wenn du nicht zu sehen sein möchtest, musst du jetzt nach da in die Ecke gehen. So. Und hier ist mein kleiner Bruder. Hi. Und hier ist die Aussicht von der Wohnung von meiner Schwester. Dann ist es genauso aufgeteilt wie die Wohnung von meiner großen Schwester. Hinten ist Schlafzimmer, hier ist alles noch voller Kartons, weil wir sind gerade eingezogen, eine Küche. Und da ist auch ein Badezimmer. Kann ich dein Badezimmer zeigen? Ist auch unordentlich. Ja, kann ich zeigen? Okay, sehr gut. So sehen die Badezimmer aus. Ich habe euch das untere gezeigt. Cool, mit dem schönen Waschtisch. Dann Tageslichtbad. Ja, da sieht man schon aus dem Fenster, ist eine Hanglage. Ja, sehr süß. Ja. So. Großformatige Fliesen. Wir gehen in die Gästewohnung, okay. AKA Sie ein. Simon. Ah, Elgato Streaminglicht sehe ich. Cool. Das reicht. Die Gästewohnung wird noch so aufgebaut, dass man hier im Wohnzimmerbereich schön eine richtig geile Zocker-Area hat für Konsole und so, wenn halt Gäste da sind. Dass da ist, glaube ich, jetzt die Wand zu gewesen, weil das ist ja der identische Grundrisszuschnitt hier von der Mutter. Und ja gut, die Mutter hat höchstwahrscheinlich eine offene Küche und hier ist es eine geschlossene Küche. Die trotzdem oben chillen kann und die nicht übelst stören. Hier werden noch Setups kommen. Außerdem gibt es hier auch noch mal ein Schlafzimmer, genau wie bei meinem Bruder. Und das Zimmer ist genau wie bei meinem Bruder. Hier wird auch noch ein wieder drei Setup Zimmer reinkommen für Gäste. Und hier ist auch ein Badezimmer. Das ist genau aufgeteilt wie unten, wie die Wohnung, die ihr schon gesehen habt. Nur hier ist die Wand nicht eingerissen. Ihr habt ja vielleicht eben bei meiner Mutter gesehen. Die Wand eben bei meiner Mutter war eingerissen und da haben wir eine Theke hingemacht. Einfach weil wir eine offene Küche bei meiner Klimaanlage, ja, auf Madeira macht Sinn. Meine Mutter haben wollten. Hier haben wir keine offene Küche. Hier haben wir eine geschlossene Küche, aber auch. Wieder diese blaue Arbeitsfläche. Naja, okay. Sehr nice. Ich hätte ehrlich gesagt die Farbwahl hier wie von Parkett genommen, dann wäre es richtig cool gewesen. Aber wie gesagt, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ja, ansonsten würde ich sagen, gehen wir eine Etage höher. Achso, und hier hat man es gerade gesehen, ne? Diese Säule mitten im Zimmer. Hätte ich die eigentlich auch da machen können mit diesen Holzverkleidungen. Und dann kommen wir zu unserer Wohnung. Hier ist unsere Wohnung, wie ihr schon seht, noch ein paar. Ja, und hier habt ihr wieder diese Holzelemente dann mit so einem Schuhregal. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Und der Grundrisszuschnitt ist hier ein bisschen anders. Kartons drin. Hier, die Leute, die am Anfang sich erinnern werden, diese Säule war sehr nervig und dumm im Weg. Hier haben wir auch diese Holzdekoration gemacht. Zusätzlich haben wir noch den Platz genutzt für ein Schuhregal oder Krimsregal. Sehr intelligent, auf jeden Fall. Und das ist so eine Aussicht. Das ist unsere Aussicht. Das ist unsere neue Küche. Okay, also hier ist der Grundrisszuschnitt schon ein bisschen anders, ein bisschen offener. Die haben wir auch komplett renoviert. Wir haben jetzt hier halt Kühlschrank und Ofen und alles. Super. Und vorher war es auch eine geschlossene Küche. Und die haben wir jetzt eine offene Küche gemacht, weil ihr wisst, ich liebe Kochinseln, ich liebe das hier zu stehen. Wenn da dann die Kamera steht, hier geil mit euch zu kochen und so weiter und so fort.
Das ist unser Wohnzimmer. Hier fehlt noch der Esstisch. Der kommt am Donnerstag, okay. Kommt das Umzugsunternehmen. Hier fehlt noch der Fernseher, aber es ist schon ein bisschen was. Genauso hier kommt man dann zu unserem Schlafzimmer und unserem Badezimmer. Mhm. Fernseher hängt schon, Ehre. Okay. Ehre. Und hier ist noch Sabines Arbeitszimmer, ist noch nicht eingeräumt. Hier ist noch mein Badezimmer mit Badewanne. Zwei Badezimmer. Hier stehen aber noch gerade Monitoren drin. und hier kommen wir dann zum letzten Raum, der Roomtour. Und zwar meinem Arbeitszimmer. Das war's? Und mein Arbeitszimmer ist noch nicht fertig, noch lange nicht. Es ist alles gerade noch ein bisschen provisorisch aufgebaut. So, hier habe ich die Beleuchtung, ja, Mikrofon, meine Monitore, Tastatur, Maus, Headset und so weiter. Und hier ist die Aussicht von meinem... Ja, das ist doch geil. Da geht einem doch das Herz auf, oder? Cool. Ja, echt cool. Ich kann mal die Helligkeit ein bisschen runter, höher. Die Aussicht von meinem Arbeitszimmer. Hallo Leute und willkommen zur Roomtour Tag 2. Eigentlich, erstmal meinen schönen Hut zeigen, eigentlich ist es Tag 3, aber Tag 2 habe ich nicht gefilmt, deswegen ist es jetzt Tag 2, okay? Es gab einige offene Fragen bei der Roomtour. Und die werde ich heute erklären. Anton ist gerade hinter der Kamera. Die letzte Roomtour, und das ist noch Antons Mama. Hallo. Hi Mama. Die letzte Roomtour habe ich mit meinem Handy gefilmt. Auf schnell. Es hat sich noch ein bisschen was getan und die Update zeige ich jetzt. Der Fernseher kommt heute nicht an die Wand. Der sollte eigentlich schon hängen, aber es fehlt noch ein Kabel. Deswegen liegt der Fernseher jetzt gerade noch auf der Couch. Und ja, die Kabel werden gerade noch durch die Wand gezogen, aber das dann später. Ich habe auch die Aussicht noch gar nicht richtig gezeigt von hier. Ja. Und zwar kommt man mit. Ja. Unser Tisch ist auch da. Der war gestern, also vorgestern auch noch nicht da. Das ist unser schöner Holztisch, weil die Stühle standen hier so alleine. Jetzt ist der Tisch auch da. Genau, wenn man nämlich hier rausgeht von unserem Balkon, dann habe ich diese Aussicht noch gar nicht so richtig appreciated. Ihr habt die andere Seite gesehen, die zeige ich euch gleich nochmal. Ja, das ist doch eine Aussicht, oder? Das ist echt cool. So lässt es sich leben. Aber hier kann man halt die ganze Stadt sehen und das finde ich sehr, sehr nice. Und da gehen wir vorbei. Genau. Jetzt gehen wir nochmal ins Arbeitszimmer, da habe ich auch einiges getan. Okay. Beim letzten Mal, als ich euch mein Arbeitszimmer gezeigt habe, da war... Also ich vermute echt, wir sind ja jetzt im zweiten Obergeschoss in Unges persönlicher Wohnung. Dass der Grundriss hier, das müsste ein Staffelgeschoss sein, also ein bisschen Rücksprünge, dass dann eben auch drumherum eben diese Balkone, die dann eben auch sind, dass das von der Wohnfläche her ein bisschen kleiner sein müsste. Gut, ich kann es jetzt nicht genau identifizieren, aber ich sag mal 100 Quadratmeter ungefähr. Das hier habe ich auch neu. Das ist ein Nanoleaf. Gemälde. Das kann ich verschiedene Farben einstellen, das mache ich einfach sehr gerne. Das ist im Hintergrund, wenn ich hier so auf meinem Setup sitze. Ist das einfach. Ah, die Aussicht ist echt geil. Ja? Also in diese Aussicht kann ich mich echt verlieben. Und ich liebe das, wenn so eine Hanglage, dann schaust du eben raus, der Himmel ist dann da blau, dann grüne Berge, grüne Täler und dann eben auch diese Straße mit den Gebäuden und so weiter. Das ist toll. Auch sehr schön. Es bringt so ein bisschen Farbe rein, es bringt so ein bisschen Deko rein. Und es geht hier so um die Wand. Das finde ich irgendwie einfach, ja, ich fühle das einfach. Ich finde es geil. Ich habe mich gestern im Stream schon sehr gefreut darüber. Hier habe ich noch ein bisschen Platz für irgendwelche schönen Bilder. Da mache ich noch Gedanken. Beim letzten Mal hat die Roomtour geendet, als ich gesagt habe, schaut mal die Aussicht. Ja, und genau da. Da war die Roomtour einfach zu Ende, weil dann jemand angerufen hat. Deswegen zeige ich euch jetzt einmal die Aussicht. Richtig, denn man kann hier um unseren kompletten Balkon einmal... Oh, die Tür knallt zu. Sorry, das ist, weil der Durchzug war. Man kann hier bei unserem kompletten Balkon einmal rumgehen. Und da kommt jetzt noch mit. Mhm. Du musst einmal noch drauf achten, hier um die Ecke. Da musst du gleich nach oben filmen, du weißt, ne? An der Ecke hier. Naja, ich weiß. Ne? Du kannst ja schon mal, ohne dass die Kamera hinguckt, da mal rüber gucken, weil du weißt, was ich meine. Ne? Genau, hier... Höchstwahrscheinlich geht es ja von da oben eigentlich ins Gebäude. Das ist irgendwie Balkon, Terrasse? Ist der Balkon, der fängt bei meinem Arbeitszimmer an. Nee, der geht dann hier nicht rüber. Nicht das gleiche Gebäude? Und das ist dann Sabines Arbeitszimmer. Dann gehen wir weiter. Das ist unser Badezimmer von unserem Schlafzimmer. Und okay, Außenlicht. Das ist unser Schlafzimmer. Und hier da oben ist noch was.
im Wohnzimmer. Da oben ist noch was. Und damit haben wir eine Runde gedreht. Da oben ist noch eine Dachterrasse. Und da habt ihr auch eine kleine Vorstellung von der, vom Balkon. Ich sag's euch, da oben ist noch eine Dachterrasse. Und ja, hier wird halt noch gerade alles noch fertig gemacht. Dann ist hier auch ein bisschen Ordnung. Wegen der Brüstung, wegen dieser Glasbrüstung. So. Alter, und es haben sich viele gewundert, warum ich so viel den Boden filme. Das liegt daran, dass an den Wänden bestimmte Sachen hängen, die ich noch nicht zeigen möchte. Das sind noch ein paar Geheimnisse. Und deswegen habe ich bei der letzten Minute so auf den Boden gefilmt. Also für die Leute, die sich wundern, wieso hast du so auf den Boden gefilmt? Deswegen. Und viele haben gefragt, wo sind die Einbauschränke? Leute, die Einbauschränke, die halte ich geheim. Ich bin nicht wie Bibi, die einfach ihre Einbauschränke zeigt. Nein, nein, meine Einbauschränke sind top secret. Komm. Soll ich jetzt Boden filmen? Warte mal. Bibi hat ja, glaube ich, wie viele Meter waren das nochmal? 150 oder 50 Meter? 150 Meter? Ich weiß es nicht mehr. Ja, das war echt viel. Das ist auch von meinem Bruder. Das habt ihr schon gesehen, aber jetzt ist mein Bruder jetzt auch mal drin. Das Bett aufgezogen. Und ja, kommt mal rein. Mhm. Mein Bruder schaut sich gerade verschiedene Sachen an über Keyboards. Ja, also verschiedene Keyboard-Sachen, weil er baut nämlich sehr gerne, das ist sein Main-Hobby. Er baut selber gerne eigene Tastaturen. Also er macht so Custom-Tastaturen und sowas. Und sieht man auch schon in seiner Tastatur, die er da hat. Die ist sehr wild. Mhm. Und viele haben gefragt, warum mein Bruder eine dunklere Hautfarbe hat. Das habe ich wirklich oft in den Kommentaren gelesen, deswegen beantworte ich es einfach mal. Ja. Ich verstehe die Frage nicht, aber okay. Das ist für uns jetzt kein Problem. Also wir haben die gleiche Mama. Ja. Aber der Papa von meinem Bruder kommt aus South Carolina, also ein Amerikaner. Mit einer dunklen Hautfarbe. So einfach ist das. Und dementsprechend haben wir verschiedene Hautfarben. Genau. Easy going. Also viele Leute, die sich gewundert haben, ja, es ist mein leiblicher Bruder, aber wir haben halt einen anderen Papa. Weil ihr wisst ja vielleicht, mein leiblicher Vater ist verstorben, da war ich 9. Und ja, ist jetzt nichts Wildes dran. Ne? Also an der Geschichte. So. Genau. Das war's. Aber wir haben noch ein paar Sachen, die auch sehr oft gefragt wurden. Deswegen nehmen wir einmal runter in die Tiefgarage. Kommt mal mit. Und hier werden gerade auch Sachen rübergetragen. Ah, hier sind gerade alle. Ja, auch zu. Okay. Also, wir machen gerade eine kleine Tour. Komm mal. Boah, her. Ist da voll. Versteckst du dich? Ja. Parkst du gerade noch? Krass. Auf was? Wo fährst du denn hier? Zum Tier. Warte mal, wie viele Stellplätze? 1, 2. Okay, elektrisches Rolltor, was auch sonst bei so einem 2020er Baujahr. Durch da! Oh. Ciao, ciao! Ciao, okay. So. Also müssen 10 Stellplätze, Tiefgaragenstellplätze sein. Warum wir in die Tiefgarage gegangen sind, das war natürlich gerade ein ungünstiger Zeitpunkt, weil jetzt gerade alle hier rumgewuselt sind, Hunde, Katzen, Mama, Schwester, Freundin. Aber warum wir in die Tiefgarage reingegangen sind, das hat einen Grund. Viele haben sich gefragt, hä, hast du wirklich eine Tiefgarage alleine? Ja, wir haben alle Wohnungen in diesem Haus und zu diesen Wohnungen in diesem Haus gehören insgesamt 12 Parkplätze. Also 6 auf der Seite 12. Okay. Und 6 auf der Sorry. Seite. Und wir haben tatsächlich 6 Parkplätze für uns alleine. Aktuell stehen hier 2 Autos vor uns drin. Wir haben insgesamt 3 Autos. Ich habe letztes Jahr, wir haben 2, aber stimmt nicht, wir haben 3. Es geht weiter. Hey Leute. Hallo. Willkommen zum dritten Teil der Roomtour. Ich weiß, er ist etwas spät, aber guckt euch diesen Hund an. Ah, das sieht auf jeden Fall schon wohnlicher aus. Und der Hund auf der Couch, ja. An. Der ist echt süß. Ist er nicht süß? Ja. Könnt ihr ihm verzeihen, dass die Roomtour zu spät kommt? Er hat nämlich gesagt, bitte warte noch. Oh, ich habe gewartet für dich. Gibst du ein Pfötchen dafür? Ehre. Oh. Ehre. Ja, Leute. Cool. Wir sind in unserer Wohnung, ihr kennt unsere Wohnung. Es ist immer noch ein bisschen chaotisch hier. Da ist Wäsche, meine Freundin kocht gerade. Es sieht aber lecker aus. Aber wir kommen zum wichtigen Punkt. Und zwar, letztes Mal, als wir in die Terrasse gegangen sind. Genau, an den Wänden hängt da eben auch schon ein bisschen mehr Deko. Da habt ihr hier oben drüber gedacht, so, hä, ist da eine Dachterrasse? Also viele haben das gedacht. Und ich kann auch verstehen, warum. Denn wenn man hier rausguckt, so. Und dann habe ich euch hier so die Ecke gezeigt. So, also man hat so ein bisschen die Ecke gesehen, also so, eigentlich war es gar nicht geplant. Man hat so ein bisschen die Ecke gesehen da oben und da sieht man so ein Glas über unserer Wohnung, so ein Glas, ja. Ja, und dann dachten sich viele Leute, hä, hat er eine Dachterrasse? Ich packe mal ganz kurz den Knubbel bei der Wohnung von meiner Mutter rein. So, weil hier in der Wohnung von meiner Schwester sind ja die Katzen.
Und da ist es nicht gut, wenn ich Krümel mitnehme. Ja, das sieht ja schon echt schön wohnlich aus, auch geschmacklich gut eingerichtet. Das, ja. Hallo, Isha. Da ist keiner da. Okay, also, den Garten hat sie euch noch nicht gezeigt. Ah, schön. Und zwar hat meine Schwester, also meine Mutter hat ja auf der einen Seite den Garten. Ja, also wenn ich ja, mehr braucht man eigentlich auch nicht. Hier so rum. Für so ein bisschen Sonnen, so zwischendurch. Ich möchte euch noch kurz zeigen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, worauf alle gewartet haben. Etwas, wo ich mir nicht sicher war, ob ich euch das zeigen soll, aber jetzt erzählt ihr alles. Jetzt kommt der Real Talk, Leute. Okay, jetzt bin ich gespannt. Da habt ihr das ganze Haus endlich gesehen, weil ein Teil vom Haus fehlt euch noch. Ein Teil vom Haus fehlt euch noch. Und das war die dritte Etage. Hm, Haupteingang? Okay. Wohnungstür? Okay, also dann ist es schon mal keine Penthouse-Wohnung, weil aus dem Aufzug man eben in einen Flur reingehen musste. Dann ist es eben eine Dachterrassenwohnung. Ja, es ist eine Dachterrassenwohnung. Bist du dumm, Schlüssel zu benutzen? Verdammt. Okay, ich bin wirklich zu dumm, Schlüssel zu benutzen. Das ist voll aufregend. Kurz mal das Handy austauschen. So. Also rechts soll es aber klappen. Okay, so. Dann ja. Zeichne ich das schon mal ein. Drittes Wir haben hier oben einfach... Ja. Jetzt ist mir schon ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt. Ach, warum? Wir haben hier oben einfach noch mal eine komplette Wohnung. Ja. Und die hat hier eine offene Küche. Die ist aber vom Grundriss auch wieder ein bisschen anders geschnitten, ne? Hier ist noch ein Hauswirtschaftsraum, da kann man einfach schon den Trockner reintun, ihr kennt den, kennt den Hassel. Genau, weil in deiner eigenen Wohnung ist da ja der Küchenbereich anders. Da sind gerade die Jalousien zu, aber man kann durchsehen, ne? Ja. Hier ist ein großes offenes Wohnzimmer. Ist cool. Küche. Genau. Eingangstür. WC 1. Ja. Mit Badewanne. Cool. Arbeitszimmer 1. Oh. Mhm. Und so, zwei Master Bedroom und Master Bathroom. Okay. Und der ist so ähnlich wie bei uns in der Wohnung. Und das ist der Punkt, der mir ein bisschen unangenehm war, ein bisschen peinlich schon fast. Muss nicht. Moment. Okay. Dann sagen wir mal 80 und 80. Dass wir hier einfach noch eine Wohnung haben. Und okay, boah, geile Aussicht auf jeden Fall. Ich hatte eben so circa darauf getippt gehabt, dass Unges Wohnung im zweiten Obergeschoss so um die 100 Quadratmeter sein könnte. Das ziehe ich jetzt mal ein bisschen zurück. Nee, doch nicht, 100 Quadratmeter. Und diese Dachterrassenwohnung, weil es eben so ein Staffelgeschoss ist, müsste auch noch mal ein bisschen kleiner sein. Circa 80, würde ich dann eben auch sagen. So, dass ich rechne mal in der Zwischenzeit. Jetzt denkt ihr euch, warum hat der da noch eine Wohnung? Seid ihr geistkrank? Ja, ich glaube, da kann ich gar nicht Nein sagen. Denn wir haben diese Wohnung nur gekauft, um das komplette Haus eben zu haben. Und für die anderen Wohnungen hatte ich noch eine gute Ausrede. Da habe ich ja noch sagen können, ja, die eine Wohnung, da wohnt meine Mama, auf der anderen Wohnung, da wohnen wir. Ja. Aber ist cool, ne? Also ihr habt dann 2, 4, 5, 6 Wohnungen und insgesamt 380 bis 400 Quadratmeter Wohnfläche. Und das ist ordentlich. Das ist echt cool. Ja, auf der einen wohnt meine Schwester und so. Aber für diese Wohnung habe ich gar keine Ausrede. Deswegen ist es ein bisschen unangenehm gewesen, weil das ist schon dieser andere Flex. Warum soll dir das unangenehm sein? Warum? Ich wusste nicht, ob ich euch das zeigen soll, aber ich zeige euch das jetzt und ich erkläre euch jetzt kurz, warum. Du musst niemandem was erklären. Du hast es einfach gekauft und gut ist. Also, wir hatten halt erst nur vor, in diesem ganzen Haus 3 Wohnungen zu kaufen. Die Leute, die das allererste Video gesehen haben, wissen es. Wir hatten nur vor, 3 Wohnungen diese Aussicht ist echt zu kaufen. Und dann haben wir noch eine vierte gekauft in dem Haus und dann haben so Bewohner von diesem Haus, die hier schon gewohnt haben, ein schwedisches Pärchen, haben diese Wohnung, die hatten,
die aktuelle Gästewohnung von uns, verkauft an uns. Dann hatten wir 5 Wohnungen in diesem Haus. Dachten wir. Ja, und jetzt habt ihr 6. Ey, jetzt können wir auch die andere noch kaufen, aber es gibt keine Ausrede dafür. Und ich fühle mich irgendwie ein bisschen zu bonzig jetzt, Leute. Bonzig, ja, also würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ist auch cool, ne? Du hast da jetzt ein gesamtes Mehrfamilienhaus mit insgesamt 6 Wohnungen, 12 Tiefgaragenstellplätzen, Größenordnung ca. 380 bis 400 Quadratmeter. Und in Deutschland wäre sowas, da muss man natürlich unterscheiden, von Stadt zu Stadt und wo überhaupt, ja, irgendwas so zwischen 1,6 bis 2,5 Millionen Euro ungefähr. Ich kenne jetzt natürlich nicht die Preise auf Madeira, aber ja, ist doch gut. Ist gut. Ist mir ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, weil... Muss es nicht. Wir wissen bis jetzt noch nicht, was wir mit der Wohnung da oben machen. Die Idee ist vielleicht... Ferienwohnung? Da oben, ja. Also Ferienwohnung nicht für sich selbst, sondern zum Vermieten. Möblierte, kurzzeitige Vermietung. Die Idee ist vielleicht da oben sowas wie ein Fitnessstudio reinzubauen. So ein privates für unsere... Ja. Für unser Haus. Und ich will mal kurz die Kamera... Kann ich die Kamera drehen? Das wäre vielleicht ein bisschen bonzig, aber... Scheiße, ich weiß nicht, wie ich die Kamera drehe. Ist das hier zum Drehen? Das ist halt ein bisschen weird, aber ich wollte jetzt auch kein Geheimnis draus machen oder so. Ich wollte es einfach jetzt erzählen, aber es ist mir irgendwie, wie gesagt, es ist mir irgendwie ein bisschen unangenehm und ich sage euch warum. Weil es halt einfach gar keinen sinnvollen Grund gibt, diese Wohnung zu kaufen, außer halt als Investment. Also als Investment ist es schon sinnvoll, das ganze Haus zu haben. Wir haben auch mit dem Besitzer haben wir eben auch einen sehr, sehr guten Deal rausgehandelt, okay, weil wir keine Maklercourtage hatten, weil wir das alles quasi ihm privat abgekauft haben. Okay. Dadurch haben wir extrem viel Geld bei den einzelnen Wohnungen gespart und meiner Meinung nach ist es langzeit ein sehr gutes Investment. Ich kann euch kurz ein Beispiel sagen. Wir haben uns ein Grundstück gekauft vor ein bisschen mehr als einem Jahr außerhalb von der Stadt. Und das Grundstück haben wir für 300.000 Euro gekauft und uns hat letztens ein Käufer, ein Interessent, hat uns 800.000 Euro fürs Grundstück geboten. Haben wir aber gesagt, nee, unter einer Million verkaufen wir es nicht, weil es unser Traumgrundstück ist, aber wollen wir irgendwann halt unser Haus bauen. Also das ist halt das Kranke, wir wollen halt irgendwann nochmal ein Haus bauen. Und heftig. Die Sache ist, seht ihr... Das ist legitim und das ist eben auch gut durchdacht, würde ich sagen. Wenn ihr auf dem anderen Grundstück dann eben auch euer Traumhaus dann eben auch baut, dann könnt ihr hier dieses gesamte Mehrfamilienhaus mit den 6 Wohneinheiten, 12 Tiefgaragen dann eben auch, ja, vermieten. Oder eben auch komplett als Ferienwohnungen dann eben auch vermieten, möbliert. Das ist halt so für uns... gutes Investment. Oder vor allem in meiner Sicht sehe ich das so, diese Wohnungen hier sind Investment. Und zwar... Genau. In die Zukunft für meine komplette Familie. Diese Wohnungen sind, um meine Familie finanziell abzusichern. Und das ist ein guter Gedanke auf jeden Fall. Das finde ich richtig gut von dir, lieber Unge. Unabhängig zu machen, dass meine Mutter nie mehr Sorgen in ihrem Leben hat, meine Freundin, super, meine Geschwister und halt eben auch ich. Und selbst wenn ich irgendwann... Ehrenmann. Ist schon ein bisschen weird, ne? So, keine Ahnung, aber... Ja, was soll ich sagen, Leute? Ich habe mich im ganzen Video nicht einmal gezeigt. Peace. Wir sehen uns so. Heute Abend im Stream. Küsse gehen raus an euch. Kuss, 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 kuss. Ich hoffe, der letzte Teil der Route hat euch gefallen. Ja, hat mir. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ja, lieber Unge, vielen lieben Dank für deine ausführliche Roomtour mit dem Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Ich wollte ursprünglich eigentlich nur auf Teil 1 reagieren und als ich mit einem Reaktionsvideo Tag 2 und Tag 3 als Video dann eben auch nacheinander ablief, war ich selber erstmal überrascht. Und eine Empfehlung von mir, also du hast ein tolles Haus, Glückwunsch, und meine Empfehlung ist, du brauchst dich wirklich von niemandem zu rechtfertigen. Ich kann die Beweggründe sehr gut verstehen, dass du deine Familie absichern wolltest, falls dir zum Beispiel mal was passieren sollte. Und auch unabhängig davon, ich finde es wirklich super top Einstellung von dir, dass du das einfach gemacht hast. Und wie gesagt, du bist niemandem Rechenschaft schuldig oder sonst dergleichen, musst dich nicht erklären. Mach's einfach, genieß dein Leben und ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß mit eurer Immobilie auf Madeira.
Ära und eben auch eine schöne Zeit für die Zukunft. Und ansonsten euch, liebe Fans, ich hoffe, euch hat das mein Reaktionsvideo auf Unges Room zu Unternehmen auch gefallen und würde mich natürlich eben auch über ein Like bzw. Abo von euch freuen. Und ansonsten wünsche ich euch auch eine schöne Zeit und einen schönen Zeitvertreib eben mit Unges Videos. Ja, soweit, so gut von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit auf YouTube insgesamt.